Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Survive Fallout 4. Wir waren im letzten Part mit Paladin unterwegs, es war ein bisschen buggy. Paladin ist dann verschwunden, man hat ihn noch gehört und ja, ArcJet System waren wir und sind leider dort gestorben. Und deswegen müssen wir wieder hier vorne anfangen. Aber vielleicht ist es diesmal mit Paladin nicht buggy, dass er verschwindet und Ernst hilft im Kampf gegen die Sünd. So, wenn er Ladebildschirm mal machen würde hier. Das dauert ja wieder. Habe ich irgendwas umgestellt, dass es so lange dauert? Oder Windows Update, hat das was umgestellt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Ich weiß. Paladin. Paladin Dance. Bist du bereit? Ja, bereit. Komm. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Mhm. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Ja. Ich mache auch keine Umwege. Ich häng fest. ArcJet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Wo ist die andere? Da. Von mir aus kann es auch da liegen bleiben. Los. Wir marschieren. Der war buggy. Leguan und Bourbon. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Pullover und Hose. Ach, hier war auch noch ein Koffer. Ja, saubere Kleidung. Nehmen wir auch mit. Hier haben wir auch noch Splittergranaten. Moment. Hier haben wir. Ist das denn so, das mitzunehmen? Über meine Leiche. Ach, halt. Ich hab was gehört. Waffe in Sicherheit. Ja, ja. Verdammt! Kampfbereitschaft aufgehoben. Was haben die Schönes? Molotow, Stimpack. Nichts Besonderes. 38er. Metallrüstung. Nee, aber ich wollte Kampfrüstung, nicht Metallrüstung mitnehmen. Ja, dann lassen wir die. Für unsere Leute später. Das überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben. Verschollen gemeldet zu werden. Okay.
2 Koffer. Haarklammer, saures cremefarbenes Kleid. Okay. Was kommt als nächstes? Fliegen, oder? Oder so war noch hier. Oder Hunde. Lassen wir Paladin mal ein bisschen vorlaufen. Er kann sich um die Hunde selber kümmern. Lebe die Bruderschaft. Ich will das Fleisch. Und die Kroko, die er verschluckt hat. Fleisch von Mischling und ja, schicke Haarbüste halt. Und ein Silbertafelmesser. Ist der andere abgehauen oder? So, Paladin. Wehe, du bist wieder Buggy und haust ab. Ich folge dir auf Schritt und Tritt, das andere gucke ich mir alles nachher an. Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Warte, Paladin. Den Aschenbecher wollte ich noch. Legoheim wollte ich auch noch. Und den wollte ich auch noch. Aber jetzt komme ich. So. Schon wieder ab, oder? Wieso? Paladin Dance. Pass auf. Pass auf. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Ja, dann hau doch nicht ab. Verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Ich folge mal Paladin Dance. Ich weiß nicht, wo er jetzt hin will, aber ich folge ihm. Mir doch wurscht. Wir waren da, wenn er wieder wegläuft. Der läuft wieder zurück nach Cambridge oder was? Ja, sehr interessant. Paladin. Mit dem Reden kann ich auch nicht mehr reden, nicht mal mit mir. Dance. Was will er denn in Grey Garden? Oh gut, haben wir Grey Garden entdeckt. Hallöchen. Ja. Und jetzt läuft er wieder zurück, oder wie? Ah, er wollte uns Grey Garden zeigen. Er hat gedacht, na, vielleicht findet die arme Frau das nicht bei ihrem Orientierung. Nett von dir, Paladin. Entschuldigung, Paladin Dance. Nein, er will nicht mit uns reden. Egal, wir folgen ihm. Der ist kaputt. Der ist wirklich kaputt.
Er hat die Orientierung verloren. Paladin! Erst sagt er, da sind noch Gegner und... Ja, sehr lustig. Komm schon. Schieße ich dir auf dieses Raketending da. Was du da auf dem Rücken trägst. Lauf! Entschuldigung, Paladin Dance. Du kommst hier nicht vorbei. Wo willst du denn hin? Ja. Ja, der ist buggy. Oh je. Leb wohl. Der hat die Orientierung verloren. Oh je. Yeah. Oder wir gehen alleine hin. Bringt ja nichts mit ihm hier. Okay, wir versuchen es einfach nochmal alleine, also. Der wird wahrscheinlich wieder da rumhängen, weil er genau wieder da drauf zuläuft. Ja, tschüss. Mach's gut. Wir machen es alleine. Also, ich warte jetzt nicht auf ihn. Komm. Versuchen wir es alleine. So. Er ist buggy. Er ist einfach buggy. Danke, Dogmeat. Gut, gehen wir rein. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ja, ja, es waren sitzt. Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzen. Da haut er wieder ab. Der ist kaputt. Paladin! Ach, du kannst mich mal. Ich weiß nicht, was er hat. Versuchen wir es alleine. Blödkopf. Vielleicht taucht er ja irgendwann auf. Ja, hier waren die ganzen... Roboter. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Stahl lasse ich hier, schleppe ich jetzt nicht mit. Und vorlesen werde ich jetzt das auch nicht mehr alles. So. Ihr könnt das ja... Ach so, das ging ja nicht. Die sind ja kaputt.
Hast du dir das schon angesehen? Ja. Tja, vielleicht habe ich nächstes Mal mehr Glück. Das ärgert mich jetzt mit dem Paladin. Was soll's? Eine Glühbirne. So, gehen wir erstmal hier dran. Erinnerung, Passwort. Und hier kriegen wir das Passwort. Hier haben wir noch einen Wecker und dann Türsteuerung. Ist da jemand anwesend? Gute Arbeit. Gehen wir. Sind hinterhalt! Feuer frei! Auf Befehl des Instituts müssen Sie verlieren. Schwer verwundet. Paladin ist abgehauen. Feigling. Ich nehme nur die Sync-Komponenten mit. Und die Fusionszellen. Herr Paladin. So, ich nehme nur das Wichtigste jetzt mit. Wer weiß schon. Hallo. Wo sind Sie denn hin? Ich habe mich versteckt. Greife an. Der sah jetzt anders aus. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Mhm. Moment, warten. Kurze Feuerschüsse. Ja, mach du mal.
Ich brauche. Was brauche ich denn? Was wollte ich da an dieser Cola? Geht's dir gut? Also ihr seid heute alle buggy hier. Ich erst. Kampf initiiert. Weg. Machen wir uns auf den Weg. Ja, sofort. Hab dich. Beginne Terminierung der organischen Lebensform. Okay, Terminierung der organischen Lebensform. Gut. Hey. Okay. Hast du noch genug Stimpack? Er hat keine mehr. Dann gebe ich ihm noch mal lieber welche. Aber ich habe gesehen, er hat sich immer selber geheilt. Wo sind sie denn? Da. Da. Hey, was soll ich tun? Ich habe dir ein paar Stimpacks gegeben. Überlegen, ob ich ihm eine gebe. Hey. Hey. Nimm die. Und Munition. Wie sieht's damit aus? Was brauchen die denn? Zellen. Nehmen die und ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Zellen hier. Schieß los. So. Nimm die mal. Oh. Wir müssen irgendwie schlafen. Sonst fangen wir wieder in Cambridge an. Geschafft. Sturmfeuerzeug, Vakuumröhre. Gibt es irgendwo ein Bett oder so? Ein Waffenwerkbank. Oh, Ölkanister. Rüstungswerkbank. Hm. Chromkonfusionszellen, Sündkomponenten. So. Terpentin. Hab ich mich erschrocken. Ah, gut, habe ich die entschärft. So, entspannen wir das noch? Nein.
Nein, überhaupt nicht. Sowieso nicht. Ganz und gar nicht. Ein bisschen. Fast. Nein. Hallo? So. Cool. Antibiotika, Impulsgranat, Kleber und Railway Sicherung, Bäcker. Das Teil knacke ich sicher nicht. Vielleicht doch. Deswegen habe ich ja den einen Punkt aufbewahrt. So. Gut. Surprise hat einen Treffer. 0. Sektion hat auch einen. Dann heißt es Klammern suchen. Nope. Nein. Nix. Auch nix. Ja, gibt keine Klammern. Doch eine. Das S vorne. Surprise. Ne, muss einen Moment warten. Gut, Contests hat 1, Transfer hat 0. Assemble 1. Oh, da war noch einer. Hier noch eine. Noch einer weg. Trotzdem habe ich keine Ahnung. Ich hätte gerne noch mal 4 Versuche. Kriegen wir aber nicht. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich sowieso nur für, aber ich will Believe It. 2. Believe It. Expose. Likewise. Learning. Nö. Ägypten. Wenn man wenigstens wieder 4 Versuche hätten.
Okay, haben wir. Da haben sie auch gedacht, nach dem dritten Mal gehen wir der guten Frau wieder Versuche, sonst sitzt sie 100 Stunden hier dran, ne? So blöd wie die ist. So, also. Ordering 0. Engaging 0. Kann es ja nur das sein. Das kommt durch. Okay, Laborbericht XMB Treibstoff Gemisch 01. Ich versuche Dr. McLellan immer noch davon zu überzeugen, dass der Wechsel von Uran zu Deuterium ein wesentlich höheres Verbrennungsschubverhältnis zur Folge haben wird. Er macht sich Sorgen, dass die Deuterium-Raffinierung den Zeitplan des XMB-Hilfsbetriebswerks um ein paar Monate verlängert, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es das Risiko wert ist. Ich weiß, dass Reinhard und sowieso schon alle 7 Tage die Woche an dem Projekt arbeiten lässt. Aber mir ist die zusätzliche Zeit egal, wenn dadurch die Effizienz des Triebwerks verbessert wird. Laborbericht XMB Treibstoffgemisch 02. Tja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe Dr. McLellan meine Vorführung gezeigt und er war beeindruckt. Er hat meine Notizen direkt zum Vorstand mitgenommen und um eine Projektverlängerung gebeten. Aber Reinhard hat Nein gesagt. Ich verstehe nicht, warum alles nur auf Geld hinausläuft. Wir schicken Menschen auf den Mars und möchten, dass sie so sicher und effizient wie möglich dorthin gelangen. Aber alles, was diese Mistkerle interessiert, ist die Tatsache, dass ein um 3 Monate längerer Zeitplan sie ein paar Millionen Dollar kosten wird. Ich bin es ganz ehrlich leid, dass die Bilanz uns diktiert, was wir im Labor tun und lassen. Nach Abschluss dieses Projekts werde ich mir irgendwo anders eine Arbeit suchen. Laborbericht Hochleistungssender 01. Nachdem das Treibstoffproblem mittlerweile behoben ist, wurde ich vom XMB Hilfsbetriebswerk abgezogen und arbeite jetzt am Hochleistungssender. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr beim Antriebprojekt dabei bin, weil ich als einziger so dumm bin, mich zu beschweren, wenn die Dinge schief laufen. Statt also Treibstoffgemische und dynamische Kalkulationen zu optimieren, lassen Sie mich jetzt eines unserer hochgelobten Funkgeräte fein abstimmen. Wie schön, dass ich meinen Abschluss in Kernphysik dafür verschwenden darf. Meine Aufgabe besteht darin, die Reichweite des HLS bis zum Ende des Monats um mindestens 50% zu erhöhen. Dürfte ein Kinderspiel sein. Laborbericht Hochleistungssender 02. Es hat nur 3 Wochen gedauert, aber ich konnte die Senderadius des HLS um mehr als 70% erhöhen. Mit einem dieser Schätzchen auf dem Schiff der NSA müssten Sie ein Signal innerhalb von 10 Minuten hin- und zurückschicken können. Jetzt muss ich nur noch die Größe um ungefähr die Hälfte verringern, damit alles wie angefordert passt. Dann bin ich fertig. Hoffentlich bekomme ich danach wieder etwas Interessanteres zu tun. Gut. Hier ist noch was zum Entsperren. Also das wird eine extra lange Folge, sage ich euch jetzt schon, bis ich im Bett finde. Das wär's. Vorher mache ich hier nicht Schluss. So. Preston, ich habe eine bessere Waffe für dich. Komm her. Hey. Gib mir dieses blöde Ding. Und ich habe noch 40... Was?
Risiken entdeckt. Ja, was interessiert mich das? Risiken entdeckt. Ihr entdeckt immer was. Lande ich auf meinem Desktop. Risiken. Jetzt wollte ich ihm die noch geben. Was gibt's? Und die Waffe. So. Also, da waren wir. Ich weiß gar nicht, wo wir entlang müssen. Ich glaube, hier unten entlang. Ach, warum nehme ich den mit? Schreibmaschine. Obermarker. Okay. Dogmeat beiseite. Nee, den nehme ich jetzt nicht mit. Aber hier die Glühbirnen. Stealth Ball. Benzinkanister. Spielzeug lassen wir hier. Preston. Aufgepasst. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Ja, ich will dir mal einen Schrott geben. Ich bin nämlich schon wieder überladen. Ja, sehr schön, Klebeband. Ich weiß wirklich nicht, woher. Ich hab's vergessen. Ach so. Na denn? Irgendwas hier? Ein Tesla-Forschung. Dann nochmal, ja. Du hast eine Ausgabe von Tesla-Forschung gefunden. Energiewaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Was liest du da? Ach, ein Comic. So, was haben wir hier schon? Marsflugprojektaufzeichnung. Oh je, so viel zu lesen. Nach 6 Monaten hat die United States Space Administration endlich Arctic den Auftrag für die Entwicklung der Antriebs- und Kommunikationssysteme vom Projekt Marsflug erteilt. Es war riskant. Mein Team vor Erteilung des Auftrags mit der Arbeit am XMB-Hilfstriebswerk anfangen zu lassen. Aber sieht aus, als würde sich das Beste bezahlt machen. Wir müssen noch eine Menge mit der Agentur besprechen und vor uns liegt tonnenweise Arbeit, aber ich denke, dieser Auftrag wird ArcJet endlich zur Bekanntheit verhelfen. Ja. Thomas Reinhardt, privates Terminal. Heute konnte ich unser XMB-Hilfstriebswerk Werkteam um Dr. Rory McClellan erweitern. Es gibt kaum jemanden, der Dr. McClellan das Wasser reichen kann, wenn es um nukleare Antriebssysteme geht. Also war das wirklich ein Glücksfall. Es hat das Unternehmen eine enorme Menge Geld gekostet, ihn aus seinem Vertrag als Militärentwickler auszulösen. Aber am Ende wird das sicher jeden Dollar wert gewesen sein. Wir haben der USSR versprochen, dass das Hilfstriebwerk spätestens ein Jahr vor dem Start im Juli 2078 fertig sein wird. Mit Dr. McClellan am Ruder sollten wir diesen Termin locker einhalten können. Ja, Marsflug. Kurz vor den Feiertagen ist es an der Zeit für einen kurzen Blick auf alles, was dieses Jahr so bei ArcJet Systems
passiert ist. Noch vor 5 Monaten hat mein Unternehmen verzweifelt versucht, sich über Wasser zu halten. Jetzt, da die Projekte XMB Hilfstriebwerk und Hochleistungssender auf Hochtouren laufen, sieht es aus, als würde ArcJet eine zweite Chance bekommen. Dank Dr. McClellan liegen wir im Zeitplan und unter dem Budget. Die USSA freut sich über unseren Fortschritt. Und es ist sogar schon die Rede von künftigen Verträgen nach unserer Lieferung. Ich glaube nicht, dass man das Jahr positiver beenden könnte. Ach ja, Dr. McClellan hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir ein Problem mit dem XMB-Hilfstriebswerk haben. Die USSA beharrt darauf, dass das Triebwerk das zulässige Gewicht nicht überschreiten darf. Aber dank dem Untersystem zu Uraniumveredelung sind wir ein paar hundert Tonnen darüber. Wir liegen jetzt einen Monat hinter dem Zeitplan. Um ehrlich gesagt, gerate ich langsam in Panik. Dr. McClellan versichert mir, dass er schon bald eine Lösung haben wird. Aber davon kann ich nachts auch nicht besser einschlafen. Die USSA hat ihre PR-Kampagne für Projekt Marsflug gestartet und ArcJet System steckt mittendrin. Letzte Woche habe ich wohl 15 verschiedene Interviews gegeben, in denen immer und immer wieder dieselben Fragen gestellt wurden. Alle wollen wissen, wann wir das XMB-Hilfstriebwerk liefern, damit sie ihren hübschen Fotos davon schießen können, wie die USSA den ersten Testlauf durchführt. Und ich kann nur weiter lächeln und ihnen Geschichten darüber erzählen, dass das XMB geliefert wird, sobald es fertig ist. Hoffentlich löst Dr. McClellan unsere Gewichtsprobleme bald, sonst bekommen wir nie wieder einen Auftrag der USSA. 11.76, kaum zu glauben, aber Dr. Clelands Team hat endlich das Gewichtsproblem des XMB gelöst. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Schrauben festziehen und das Ding in den Triebwerkskern hieven. Wenn wir Glück haben, können wir den Testlauf des Hilfstriebswerks direkt nach Neujahr durchführen. Schon lustig, das ganze Jahr über sah alles so trostlos und chaotisch aus und pünktlich zu den Feiertagen scheint dann endlich alles zu klappen. Also Februar wahrscheinlich. Wir haben für den Testlauf der XMB-Hilfstriebwerks im Triebwerkskern morgen einen Fototermin festgelegt. Wir schicken sie alle runter in den Kontrollraum, wo sie ihre Fotos durch das Thermoglasfenster schießen dürfen. Nachdem Dr. McClellan ihnen kurz erklärt hat, wie das Hilfstriebwerk funktioniert. Das Triebwerk hat einen enormen Schubkraft, also sollte das eine recht spektakuläre Show werden. Oh je. Marsflug. Der Unfall vor dem Testlauf des XMB-Hilfstriebwerks ist jetzt 2 Wochen her. Irgendwie hat ein Fotograf es geschafft, ein paar Stunden zu früh an den Sicherheitsleuten vorbei in den Triebwerkskern zu gelangen. Dr. McClellan führte zu dem Zeitpunkt einen Schnelltest am Hilfstriebwerk durch und hatte es ein paar Sekunden lang laufen lassen, um sicherzustellen, dass es bereit für die Vorführung ist. Dabei wurde der Fotograf vollständig eingeäschert. Dem Himmel sei Dank, dass niemand sonst davon Wind bekommen hat. Brent soll sich um die Überreste kümmern. Schließlich bezahle ich ihn ja dafür, wenn die Öffentlichkeit von diesem Unfall Wind bekommt, ist das Projekt gelaufen. Dann kann ich draußen gleich ein zu verkaufen Schild aufstellen. Aufgrund der Unruhen in Übersee ist die USSA sich unsicher, ob sie Projekt Marsflug fortsetzen soll. Man hat mir gesagt, dass je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, möglicherweise ein Jahr oder mehr pausiert werden muss. Wenn es eintritt, müssen wir irgendwie mit den Einnahmen des Hochleistungssendervertrags über die Runden kommen, den wir bereits erfüllt haben. Ich versuche, die Moral hier aufrechtzuerhalten, aber das ist leichter gesagt als getan. Wenn uns die Welt um die Ohren fliegt, hoffentlich kann unsere Regierung das alles regeln, damit wir wieder an die Arbeit gehen können. Puh, gut, ich mache jetzt einen Break. Ich brauche was zu trinken. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, adios.